Hallo zusammen, wir stricken in diesem Video ein paar schöne, aber auch sehr einfache Muster. Das ist Muster Nummer 1. Und hier oben habe ich das zweite Muster gestrickt. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Hier stricken wir die erste Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. So, dann stricke ich 3 Maschen links. Eine Masche rechts, 3 Maschen links. Und jetzt 3 Maschen rechts. Das Ganze wiederholen wir jetzt. Das ist Musterrapport für diese Reihe. 3 Maschen links. Eine rechts, 3 Maschen links und 3 Maschen rechts. Also, ich stricke jetzt 3 Maschen links. Eine Masche rechts, 3 Maschen links. Und 3 Maschen rechts. Die letzte Masche, die Randmasche, stricke ich rechts. Man kann diese aber auch links stricken. So, jetzt wende ich das Ganze. Die zweite und die dritte Reihe stricke ich alles nach Muster. Also die Randmasche, die letzte Masche habe ich rechts gestrickt. Deswegen hebe ich die erste Masche so ab, dass ich den Faden vor der Arbeit lege und dann den Faden abhebe. Wenn man links strickt, dann bleibt der Faden hinter der Arbeit. Und stricken wir alles nach Muster. Wir haben jetzt 3 Maschen links. Eine Masche rechts. Das sind 3 Maschen rechts. 3 Maschen rechts. Jetzt kommt eine Masche links. 3 Maschen rechts. Jetzt kommen 3 Maschen links. Also wie gesagt, alles nach Muster. So wie es schaut, kommen 3 Maschen rechts und so weiter. Also ich möchte nochmal dazu sagen, ich stricke keine verkreuzten Maschen. Das ist eine andere Strickart praktisch. Ich habe schon darüber ein Video gedreht und gezeigt, wo die Unterschiede sind. Also wir stricken ganz normale Maschen, keine verdrehten. Man sieht auch, die Maschen, die rechten Maschen, die sind nicht verdreht. So, das war die zweite Reihe. Jetzt wende ich das Ganze. Und jetzt stricken wir die dritte Reihe auch wiederum alles nach Muster. So wie die Maschen schauen, so stricken wir diese. Die Randmasche hebe ich ab. Dann habe ich 3 Maschen links. Eine Masche rechts, 3 Maschen links. 3 Maschen rechts. Dann haben wir wieder 3 Maschen links, eine Masche rechts, 3 Maschen links und 3 Maschen rechts. Und die letzte Masche stricke ich, wie gesagt, auch als eine rechte Masche. So, das sind 3 Reihen. Jetzt stricken wir die vierte Reihe. So, die vierte Reihe ist ganz einfach. Wir stricken alle Maschen rechts. Also die Randmasche hebe ich ab und jetzt stricke ich alle Maschen rechts. Auch die linken Maschen stricke ich auch rechts. Und das ist unser Musterrapport. Das sind 4 Reihen, die wir stets wiederholen.
So, jetzt bin ich am Ende der Reihe, alle Maschen rechts und die letzte Masche stricke ich auch rechts. So, jetzt winde ich das Ganze. So schaut es aus. Und wir wiederholen das Muster jetzt ab der ersten Reihe. Das heißt, wir stricken jetzt wieder das Muster, was wir davor gestrickt haben. Die Randmasche hebe ich ab. Jetzt stricke ich drei Maschen links. Eine Masche rechts. Drei Maschen links. Drei Maschen rechts. Man sieht jetzt auch das Muster. Also da, wo wir die linken Maschen gestrickt haben, stricken wir wieder die linken. Da ist die rechte Masche, die stricken wir wieder rechts. Da stricken wir wieder die linken. Da stricken wir wieder die rechten. Jetzt haben wir hier wieder die linken Maschen. Stricken wir auch wiederum links. Jetzt haben wir eine rechte, die stricke ich auch rechts. Jetzt haben wir wieder die linken Maschen, die stricken wir links. Jetzt kommen wieder die rechten Maschen, die stricken wir rechts. Und die letzte Masche, Randmasche, stricke ich auch rechts. Und jetzt stricken wir zwei Maschen nach Muster und dann die vierte, ich meine Reihe natürlich, zwei Reihen nach Muster stricken wir weiter und die nächste Reihe stricken wir auch wiederum als eine rechte Reihe, die vierte. Und so wiederholen wir stets das Muster. Also ich habe jetzt ein paar Reihen gestrickt, so schaut das Muster aus. Genau, dann stricken wir noch ein zweites Muster in diesem Video. So, stricken wir das zweite Muster. Maschenanzahl bei diesem Muster soll gerade sein, deswegen 22 Maschen. Die passen uns ganz gut. Jetzt stricken wir die erste Reihe. Da sind alle Maschen rechts. Also ich stricke alle Maschen in die ersten Reihe als rechte Maschen. So, wir haben alle Maschen rechts gestrickt. Jetzt wende ich die Arbeit. Die zweite Reihe stricke ich alle Maschen links. So, stricken wir die dritte Reihe. Die Randmasche hebe ich ab und jetzt stricke ich eine Masche rechts, eine Masche links. Eine Masche rechts, eine Masche links. Darauf achten, dass man keine verdrehten Maschen strickt. Also bei der rechten Masche, weil ich stricke die anders, ich muss die Seite mir erheben. Wenn man die klassische Variante hat, dann schaut die Masche so aus, dann strickt man die linke Masche so. So, also wie gesagt, eine Masche links, eine Masche rechts. Jetzt habe ich bloß nur linke Maschen gestrickt. Das passt natürlich nicht. Und so die Reihe dann zu Ende stricken. Und jetzt stricken wir die linke Seite, die vierte Reihe. Also die Randmasche hebe ich ab und jetzt stricke ich alle Maschen links. Das ist auch unser Musterrapport, das sind vier Reihen. Also schaut das Muster aus und das Ganze wiederholen wir jetzt. Also die erste Reihe stricken wir alle Maschen rechts, die zweite Reihe alle Maschen links. Die dritte Reihe eine links, eine rechts, eine links. Und die vierte Reihe dann alle Maschen links. Also ich wiederhole jetzt wieder die erste Reihe, alle Maschen rechts. Die zweite Reihe, alle Maschen links.
Die dritte Reihe stricken wir eine Masche. Die Randmasche hebe ich ab. Eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links. Und die vierte Reihe stricke ich alle Maschen links. So schaut das Muster weiter aus und auf diese Art und Weise stricken wir dann weitere Reihen. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal, schreibt mir auch Kommentare, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.